brauchen. Wovon haben wir denn das meiste? Blub. Uah, Bruder muss los. Auf jeden. Auf jeden. Das ist ekelhaft. Ich werde dieses Bild nie wieder aus dem Kopf kriegen. Ah, wir sollten noch einmal über Hilfskerne sprechen. Ja, bla 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 bla. So, Menü Klingen freigeschaltet. Maximale Klingenpartner. Yo. Pyrakrit. So, Klingenpartner. Nein. You can count on me. Horror! Das ist sehr gut. Wenigstens eine. Wenigstens eine. So, jetzt können wir aber mal gucken. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Ardainern gefangen genommen wurde? Was seid ihr denn für welche? Oh, oh. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, ausgerechnet eine ardenischen Soldaten anzusprechen. Ich wollte euch etwas fragen, aber jetzt habe ich glatt vergessen, was. Auf Wiedersehen! Puh, geht doch zum lokalen Informanten, wenn ihr Fragen habt. Mit der Bevölkerung zu plaudern gehört nicht zu unserem Beruf. Verstanden? Pimmer im Lurk. Jo, viel Spaß. Viel Spaß und happy killing. Transferprotokoll. Und Kristalle. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Ardainern gefangen genommen wurde? Nee, keine Ahnung. Aber die Erwachsenen tuscheln schon den ganzen Tag untereinander. Es sollen irgendwelche gefährlichen Leute hier aufgetaucht sein. Der Krieg zwischen Moradain und Uraya ist erst 10 Jahre her. Ich hoffe, wir können hier weiter in Frieden leben. Naja, die ardenischen Soldaten werden uns schon beschützen. Meinst du? Nee, mit dir rede ich nicht. Leckerei Tilly. Ein Wandbild. Das ist ganz... Was? Das sind ganz kleine Schriftzeichen. Oh. Das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Oh, hier gibt es so schöne Nebenquests, ne? Oh, wie ich mich freue. Nee, wenn dann Pyra. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Ardainern gefangen genommen wurde? Ja, ich habe davon gehört. Eine Torna soll diese Nia sein und anscheinend stammt sie aus Gormit. Nia? Apropos, der Name weckt Erinnerung. Gab's da nicht mal einen Lehnsherrn von Eschel, dessen Tochter... Halt, reden wir besser nicht darüber. Die Geschichte ist leider ziemlich unschön. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke. Gehen wir erstmal tauchen. Wenigstens einmal. Komm. Komm, komm, komm. Oh, I can't wait. Ja, ich auch nicht. So dumm. Onwards. Oh, ich kann sowas mal nicht, ne? I'm back. Miss me. Naja. Weil wir brauchen ja auch noch diese komischen Dings, ne? If they seek a fight, they shall get one. Yeah! Ba-ba-bow, ba-ba-bow, why not? Let's keep this up and we'll win for sure. Yeah! I like your attitude. Anchor shot! Rush down! Why not? Oh, no, you don't! Ha! Much sword bash! Let's keep this up double and we'll win for sure. Edge. Ha!
Your helmet makes for quite a so, und hier haben wir jetzt wieder ein Kerl. Also, bei Gegnern kann man nämlich hin und wieder auch Kristalle kriegen. So. Time for some treasure hunting. Den ersten verkacke ich immer. Was ist denn das? Onwards. Wieso verkacke ich den ersten? Oh, I love the smell of salvage. Oh. Was? Ja, ich hatte gerade auch einen kurzen. Okay. Aber der Stream ist angeblieben. It's okay. Much obliged. Das kann auch sein. Kann man das nicht überspringen? Was jetzt mit dem Quicktime-Event? Je nachdem, wie du das abschließt, desto mehr kommt nach oben. Also wenn ich das zum Beispiel perfekt mache, kann es sein, dass hier zwei Kisten auf einmal oben sind. Was natürlich sehr nice ist. Give the word and I will go for it. Ha! Ow! Rush back! Okay, go for it. Here we go! Magnificent! Why not? Double spinning now! Hit. Let's show them what we're doing! Maybe you should slow down! Stir them up the cut! Go for it! Ready! Art time! I saw them! Let's keep this up! I like your attitude! Get around! Quick smash! Yeah! Bullet punch! Ow! Pyro! You can do it, Rex! So. Bei meinen Freunden kommt. Was? Bei meinen Freunden kommen die nicht. Die. Treasure acquired. Wenn du tauchen gehst. Das ist aber merkwürdig. Die kommen eigentlich jedes Mal. Je nachdem, was für einen Zylinder du auch nimmst, hast du eben andere Abfolgen. Und je besser sozusagen der Zylinder, desto höherwertig das Zeug, was du hochbringst. Und je besser du dieses Quicktime-Event machst, desto mehr kommt am Ende auch raus. Macht doch das Einzahl, Mehrzahl. Ja, alles gut. Wer bin ich, dass ich hier Leute wegen Tippfehlern oder Autokorrektur anmache? Yo. Ich kann selber auch nicht schreiben. So. Onwards. That could have gone better. Ja, lol, da ist gar nichts. So eine Scheiße. No! We lost the upper hand! Ja! Yeah. Ha! Let's keep this up and you'll win for Anchor sure. Shot. Rush ha! Down. Why not? Why not? Sword bash. Double spinning edge. Our emotions are in tune, Rex. My thoughts exactly. Yeah. Easy peasy. Also das ist ja, eine der Hauptspielemechaniken hier mit dem Tauchen. Ich glaube nicht, dass man das rausnehmen kann. Es kann höchstens sein, vielleicht wenn man auf einfach spielt, dass es dann einfacher ist. Also die Sache ist so. Ich habe was gesehen. Drüben bei Zenus, Ruhestamm. Als ich neulich dort herumgeschlendert bin, habe ich aus dem Augenwinkel so ein seltsames Funkeln bemerkt. Bestimmt hat jemand den Kran mit einem großen Schwert beschädigt und es dann dort versteckt. Gute Güte. Verstehe. Und was machen die ardenischen Soldaten? Herumsitzen und Däumchen drehen. Die sollten sich was schämen. Aha. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von Ardenern gefangen genommen wurde? Verzeihung, das Einzige, was mich interessiert, sind Pflanzen. Von Klatsch und Tratsch halte ich nicht viel.
Ich möchte Botaniker in Mor Ardain werden, müsst ihr wissen. Meine Eltern sagen allerdings, das sei zu gefährlich. Dabei gab es schon seit 10 Jahren keinen offenen Konflikt mehr zwischen Mor Ardain und Uraya. Na gut, in letzter Zeit treiben diese seltsamen Schergen, diese Torner, überall ihr Unwesen. Aber ansonsten, ich finde, wo Mor Ardain regiert, ist es viel sicherer und gar nicht gefährlich. Diese Stadt ist das beste Beispiel dafür. Mhm. Na denn. So, finde auf, Zirätchen. Ich glaube, die kriegt man wirklich nur beim Tauchen, ne? Und ich brauche aber bessere Zylinder. Da brauche ich bessere Zylinder. Kaufen. Silberzylinder. Ach, was kostet die Welt? Ich gehe nochmal tauchen. A new day, everyone. Good morning. Rise bessere and shine. Zylinder, leerer Geldbeutel. Yep. Yep. Leider. Oh, aber gibt besseres Loot und das können wir teurer verkaufen. Huh. Onwards. I'm back. Juckt. Kritze. Ich hab bestimmt jetzt Kritze. Kommt von dem Meerschweinchen. Okay, bring it on. Ja, dang. Found us. Dang. Ja. Our emotions are in tune, Rex. Ha! My thoughts exactly. Turn it okay. Anchor shot. Ha! Why not? Rush down. Losing focus, Rex? Double spinning edge. Niemals. Give us a hand. Shot. Yeah. Grand smash. Half bullet punch. Let's keep this up. I like your attitude. I saw that. Understood. Go for it. Dibby dip dip dip. Get a grip. Why not? Ha! Thanks for that. Did I do that? Fire up. Leave it to me. Sword bash. Anchor shot. Ha! Go okay, for it. Here we go. It's okay. Sick. Much obliged. Now, double let's show you what we're really made of. So, und zwei Kristalle, die wir gekriegt haben. Sehr geil. Sehr geil. You're all mine. Rex, der Boxweltmeister. Oh ja. Haben wir jetzt wenigstens... Boah, diese Aufziehrädchen, ne? Hm. Ja, gut. Das ist doch dieses Harmonie-Ding da unten, ne?
Ach so, wegen dem Wandbild, okay. Ah. Da können wir pennen gehen. Oh. Ich frag mich halt gerade, wo noch die anderen sind, die wir jetzt noch befragen müssen. Wahrscheinlich irgendwo unten, oder? Die hilft uns gar nicht. Da falle ich nur wieder runter. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Mal gucken. Kurze Zwischenfrage. Bis wie viel Uhr streamst du? Heute? Open End. Kann ich gar nicht sagen. Ich habe morgen... Also morgen ist Feiertag. Deswegen kann ich ausschlafen. Who knows? Also gerade an so Tagen, wenn ich am nächsten Tag frei habe oder so, ist Open End. Normalerweise, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, bin ich immer so zwischen 17 und 18 Uhr fange ich an und dann geht es eigentlich so bis 9, spätestens halb 10. Ja. Und sonntags ist eigentlich immer von 13 bis 16 Uhr. Also so die Mittagsstunde. Okay, bin dabei. Hehe. ja, Kuchen, bla 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 bla, kein Problem, bla 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 bla. Frisch und fruchtig. Jetzt nehme ich hier noch mehr Quests an, aber ich weiß gar nicht. Das bringt mich ja gerade alles nicht so weiter, ne? Gibt's eigentlich von Xenoblade Chronicles 2 ein Komplettlösungsbuch, also so gedruckt? Das muss ich, glaube ich, gleich mal googeln. Weil wenn ja... Ich sammle nämlich Lösungsbücher. You're all mine. Hier ist aber auch keiner mehr. Hier ist einfach keiner mehr. Ich gehe mal hier tauchen. Vielleicht finde ich hier Time was Besseres. Time for some treasure hunting. Yo. Nein! Oh, was zur Hölle? Das waren ganz andere. This looks like it'll be something good. Das waren ganz andere Kombinationen hier. Was ist denn das? No! We lost the upper hand. Das war eine ganz andere Kombination. Damit kann ich nicht umgehen. Ja! I guess I really am the best. My thoughts exact. Anchor shot. Ha! Why not? Sword back. Rush down.
Why Our emotions are in tune, Rex! Double spinning edge! Why not? You're up! Look, shot! Blow him down! Bullet punch! Hit it now! Arch time! Ja, lol. Falsch gedrückt. Much obliged. Yeah. It was nothing. My thoughts, Pyro. Don't mind if I do. Anchor shot. Ha! Now, let's show them what we're really made of. Sword bash. Liegt daran, dass sie sich eventuell von Stelle zu Stelle ändern. Ah, okay. Das ist mir damals nie aufgefallen. Ich habe immer nur gemerkt, so. Schlüsselanhänger, Gormitkopf. Okay, warte mal. Time for some treasure hunting. Jo. Onwards. Okay, B. Ich bin immer noch PlayStation gewohnt. Da sind die. Das ist ganz schlimm. Weil die PlayStation-Belegung ist hier ein Tick anders. Klar gibt es das Spiel da nicht, aber so von der Art und Weise her ist es halt ein Tick anders, ne? Tobeltrüffel, Minzfisch,